Das dauert mir einfach zu lang. Außerdem haben wir schon lange nicht mehr mit der Meuchelmörder-Taktik das komplette Spiel gespielt. Es ist auch schon lange her, dass wir das gemacht haben. So, wir brauchen, glaube ich, noch Weizenplantage. Weizen. Komm, Kinders, wieder weg. Ihr könnt das nicht dort Zack, nochmal Äpfel. So, wo ist jetzt? Vom Emir. Meine Dattelfelder vertrocknen. Meine Kanäle werden immer dürrer. Und ihr? Nun, zumindest kann ich etwas gegen euch unternehmen. Zwei auf dem gleichen. Eine Nachricht von Nasir. Unsichtbar wird der Tod über euch kommen. So wollte ich das. Wäre ich da vielleicht nicht mehr die ganze Zeit eingerannt. Eine Nachricht vom Abt. Euch ist nur noch wenig Zeit, doch dieser Welt. So, die fallen da auch wie die Fliegen hier durch die ganzen Ballisten. Wir haben auch echt viele Ballisten. Wir haben auch schon 300 Soldaten. Ein erträglicher Verlust. So, der Abt ist gleich durch. Dann werden wir angreifen. Warum schießen die dahin? Ach, da ist ein Bogenschütze. Eine Nachricht vom Emir. Beim Donner. Was für ein Unheil. So, macht ruhig die Biester mal kaputt hier, die Mönche. Zack. Ey, wir haben, also Vorräte haben wir jetzt schon nicht so viele, also ist nicht so, dass wir jetzt komplett Geld schwimmen könnten. Okay. Mal wieder das Spiel, die maximal, also wir haben fast die maximale Größe, heißt, die anderen können da ja glaube ich auch nichts mehr bauen. Wir setzen jetzt alles in Soldaten um, die wir kriegen können. Es werden Rekruten benötigt sein. Für jeden, den wir bauen, können die anderen dann wahrscheinlich nicht mehr bauen, wegen dem Soldatenlimit. Weil wir haben nur 350 und 350 Soldaten, ja, ist schon relativ viel, ist jetzt aber nicht unglaublich viel. Ein erträglicher Verlust hat fast die maximale Größe erreicht. Baue ich irgendwas mal mit Angstfaktor? Könnte ja theoretisch noch eine Kirche bauen. Negativen Angstfaktor machen, die minus 8 behalten. Damit die Produktion einfach ein bisschen schneller läuft. Ich mal überlegen, ne? Wenn ich hier angreife. Eine Nachricht vom Abt. Wohl negativer Angstfaktor macht natürlich auch, dass meine Soldaten schlechter angreifen. Das ist natürlich auch nicht so cool. Daher, ich glaube, ich lasse es. Ich glaube, ich baue hier noch eine Farm hin. Zack. Alles sehr kompakt bauen hier. Eure Armee hat fast die so, noch mehr Leute. Größe erreicht. Eine Nachricht von König Philipp. Meine Ritter werden euch zugrunde richten. Angriff! Eure Armee hat die maximale Größe. Okay, 360 gerade das Limit für uns. Können wir mal hier hinreiten. So, die Gebäude müssten eigentlich relativ schnell fallen. Also wir haben hier sehr, sehr viele Leute dabei. Selbst wenn wir jetzt nicht gezielt auf irgendwas schießen können. Nehmt euch in Acht. Ich bin ein rachsüchtiger Mann.
müssten wir ja nur einmal diese Geräte kaputt machen und dann sind sie ja quasi kaputt. Hat fast die maximale Größe erreicht. Eine Nachricht von König Philipp. Der Feind ist uns auf den Fersen. Wir müssen mutig sein, dürfen nicht zögern, müssen standhaft sein. Standhaft sein. Ja, wolltest du. So, wo sind denn hier noch Gegner? Mal da drauf. So. Den Rest können wir ja quasi laufen lassen hier. Eure Armee hat fast die maximale Größe erreicht. Fast die maximale Größe. Woran hängt's denn eigentlich gerade? An Weizen weiterhin. So, das Nice ist, die stehen jetzt einfach hier und kümmern sich direkt um beide Bogen. Hier, kümmert euch doch mal. Wie ist nur die ganze Burg hier? Da habe ich schon gar keinen Bock drauf, dass die mich hier angreifen. Das will ich ja nicht. Unsere Armee hat fast die maximale Größe erreicht. So, macht ihr die Bogenschützen erstmal platt? So, den noch tot. Die hier rüber reiten. Holy crap. Wehrt euch doch mal. Was macht ihr? Einmal nicht aufgepasst, Leute. Einmal nicht aufgepasst. Die maximale Größe erreicht. Das soll nicht euch sein. Alphanus Ali. Khuyuluna Jaisa. Alphanus Ali. So, ich hole jetzt einfach mal die Meuchelmörder. Muss da ruhig rauskommen. Ist erlaubt. So, 71. Hören wir mal da. Er spawnt fleißig nach. Sein Geld ist aber auch bald alle. Ja, der kann bald nicht mehr. Der Abt hat hier noch ein paar Soldaten, aber nicht viele. Eure Armee hat fast die maximale Größe erreicht. Wie viele Leute haben wir denn? Hallo? Hallo? 355. Zack. Ja, die sind aber auch wirklich sehr schön aneinander, dass man überhaupt nichts mehr machen muss eigentlich. Das ist wahre Macht. Glück greift er auch gerade nicht an. Mein Bogen ist euer. Bin zur Stelle. Pfeile bereit.
So. Wenn die, außerdem, wenn die mit Meuchelmördern spielen, dann kann ich das auch. Philipp hat auch kein Geld mehr. Nee, Philipp hat auch kein Geld mehr. Da ist Hopfen und Malz verloren beim Philipp. Ich darf nicht zaudern. Ich muss stark sein. Aber hier, Hauptsache, es ist ein Ritter von ihm da drinne. Oh, nice. Guck mal, die haben wir alle aufgedeckt. Dadurch, dass die uns verfolgen. Wir werden überfallen. Eine Nachricht vom Sheriff. Die Nisa-Armee hat sich aufgelöst. Ja, erstmal sammelt euch da. Macht schon mehr Sinn. Eine Nachricht von König Philipp. Unsere Pläne wurden zunichte gemacht. Was kann ein König jetzt nur tun? Die lassen sich zum Glück sehr leicht wegschießen, hier die Gegner. Ein erträglicher. Eine Nachricht von Nasir. Stinkender Odem des Nordens. So, rekrutiert er jetzt noch mal ein paar Leute, oder? Ein erträglicher Verlust. So, da sind noch ein paar gefallen. So, darauf bitte. Danke. Alle bitte gegen den Gegner. Hier gegen den König. Danke. Okay. Oh, noch 1000. Wir haben noch nicht viel Zeug gekriegt von ihm. Nice. Geht ihn besiegen. So. Ja, der hat sich auch bald aufgelöst, hier die Armee. Ohne irgendetwas zu tun. Oh ja, stimmt, wir können ja... Es werden Rekruten benötigt sein. Ja, richtig Leute jetzt bauen. Eine Nachricht vom Emir. Dieser Krieg ist ermüdend. Ihr seid ermüdend. Ich werde ein für alle Mal ein Ende bereiten. Komm, komm, komm. Hervorragend. Mist, wir hätten Seil weiter nach hinten bauen sollen. Naja. Dann okay. Es werden Rekruten benötigt sein. Dann haben wir die erstmal besiegt hier, die Seite. Dann werden wir uns auf die andere Seite wenden, wenn wir unsere Armee wieder aufgerüstet haben. Ich glaube, die Meuchelmördergröße sollte schon reichen. Ich glaube, das ist okay. Aber die Briten in Bogenschützen ist kein Grund, warum wir die nicht aufs Maximum ausrüsten sollten. So, wie sieht's denn hier drüben aus? Der Sheriff. Aber der hat eine anständige Burg. Solange man ihn halt in Ruhe lässt, sieht die Burg auch wahrscheinlich okay aus. Und Emirs Burg ist sowieso wirtschaftlich vor allen Dingen auch sehr stark. Obwohl er wenig Geld hat. Also er gibt das Geld auch irgendwie aus. Eine Nachricht vom Sheriff. Blitz und Donner. Man bittet um einen einfachen Gefallen und was bekommt man? Es werden Rekruten und was bekommt man? Es werden Rekruten benötigt sein. I don't know, was man kriegt. Müssten irgendwie 60 oder so zusätzlichen Platz gekriegt haben. Es ist relativ viel, was man dazu kriegt. Für einen besiegten Gegner. Es werden vielleicht sind sogar mehr als 60. Das Volk huldigt euch, Sire. So. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Das ist wahre Macht. Das war jetzt Camp N. Okay, perfekt. Ich weiß es noch. N. N wie Camp. Weißt du, jeder. Guten Morgen, Eure Lordschaft.
So, Leute. Brauchen mehr Leute. Ich will nicht noch mehr bauen. Ich will nicht noch mehr Häuser haben. Recht zu sein. Nur dafür, dass wir gerade momentan halt viel Geld haben. Wird nicht lange so sein. Sheriff, 301, nee, Gold haben sie fast gar nichts und sie haben keine 200 Leute. Nicht mehr der Nizar, der einen Haufen Sklaven noch hat. Das ist eine anständige Armee, hat keiner von denen. Ja, wir werden hier rüber reiten. Aber wir müssen da unten rein, stimmt's? Ja, wir müssen sowieso an ihm vorbei reiten. Nizar. Oder wir müssen hier oben aufmachen. Wäre auch doof. Wir werden überfallen. Das will ich eigentlich auch nicht. Hier oben aufmachen. Was war dafür? Es werden Rekruten benötigt, Sire. Ihr habt nicht genügend Güter. Nicht genügend Güter. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Wohl. Ich meine, so schwer ist es ja nicht, hier aufzumachen. Also von daher mache ich das vielleicht einfach weiter da oben lang. Ja, das machen wir. Alle mal zurück. Hier oben hin, bitte. Ihr kommt auch zurück. Ja, komm, vielleicht bauen wir noch mal ein paar. Wenn so 100 wenigstens haben oder so. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Scheint noch in Ruhe gelassen zu werden gerade. So angriffsmäßig sind die überhaupt nicht gut drauf. Also ich weiß auch nicht so genau, woran das liegt, dass die nicht so viel angreifen. Es werden Rekruten benötigt sein. Aber sie tun es einfach nicht. Ich meine, hier kommt immer vom Sheriff mal so ein paar Leute. Aber er hat eine dicke, fette Armee hier. Komm, wir provozieren sie. Esel! Du Bauer! Patzke! Okay, geht ja gar nicht. Der Fatzke. Wir benötigen Gold. Da sind wir auch durch mit unserem Gold. Aber ein paar brauchen wir noch. Seht ihr, jetzt sind wir nämlich schon wieder so, dass wir nicht genug Leute haben. Nicht genug Gold haben für die Leute, die wir bauen wollen. A29. Nächste werden berittene Bogenschützen. 480 haben wir mittlerweile schon wieder. Und wir haben noch nicht gesagt bekommen, dass unser Limit knapp wird. Ich hoffe, mit der Armee hier, die wir hier aufstellen, dass hier keiner noch irgendwie einen Ton zu sagen hat. Also er hat ziemlich viel Bogenschützen, aber den nehmen wir auch als letztes aufs Korn. Er hier hat ja vier, also auf jedem Turm irgendwie so zwei Leute rumstehen. Ist jetzt nicht groß und er hat noch nicht mal. Hat überhaupt einer von den Belagerungsgeräte, also Befestigungsgeräte? Er hat ein paar Mangen. Mangen sind natürlich doof bei so einer Haufen Leute, aber die kriegen wir auch schnell kaputt. Es wird nicht der große Ding werden, die kaputt zu machen. Mal weg. Das weg. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt. Wer denn Rekruten benötigt? Was haben wir denn? 292. Ja. Die maximale Größe erreicht. Kommen der Sache näher. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Okay. Hier aufmachen. Zack. 301, das ist so eine nette Größe. Ihr reitet mal bitte alle da. Eure Armee hat fast die maximale Größe erreicht. So, alle dadurch. Wie viele Leute das einfach sind. Ich hoffe, die machen hier aus den Armbrustschützen schnellen Prozess. Das. Also was wir aufpassen müssen, dass wir sie hier nicht in das Dings reinlaufen lassen, in das Feuer. Das wäre doof. Also das wissen wir ja, dass das da ist. Das werden vermutlich mal alle Sheriffs haben.
Wir werden überfallen. Geh sie aber einfach. Wild das Haus beballert. Das hat richtig Leute gekostet, 3 Stück. Eure Armee hat fast die maximale Größe erreicht. Oh, greift setzt er sich an. Eine Nachricht vom Sheriff. Warum verschwindet ihr nicht einfach? Ja, er greift an. Oder er verteidigt. Das könnte natürlich auch sein. Ich vermute eher, er greift an. Ja, er greift an. Sehr schön. Was soll er machen? Kann ich eigentlich mit leben. Nur, dass wir dann hier doch nochmal zumachen sollten. Nein, nicht in die Brennweite, bitte. So, ja. Er hat nochmal richtig einen ausgehoben hier, der Sheriff. So, ja, die Schwertkämpfer sind hin. Oh, da oben sind noch welche. So, die sind auch gleich kaputt, oder? Die Armbrustschützen hier. Sieht's mit dem Angriff aus? Die sind gleich hinüber. Die Feuerballiste und so vielleicht mal kaputt machen? Können wir nochmal die Leute, die uns aufhalten können, auch kaputt schießen? Da sind noch ein paar Armbrustschützen. Jetzt wird es aber dramatisch hier. 93. Hier kommt man darüber. Wir brauchen noch ein paar. Es werden Rekruten benötigt sein. Da wird eine Bogenschützen. Es werden Rekruten benötigt sein. 15 Stück. Ein erträglicher Verlust. Eine Nachricht vom Emir. Ich habe eure irritierende Anwesenheit nun schon lange genug geduldet. Es ist Zeit, die Schweißfliegen zu verjagen. Habt ihr jetzt an? Ja. Eine Nachricht von Nasir. Langsam und unsichtbar wird der Tod über euch kommen. Das ist jetzt nicht so tragisch. Zack, auch hier rüber. Komm, wir machen es einfach. Was sind die 5, stimmt's? Er geht einiges kaputt an Gebäuden. Da drauf bitte. Das ist wahr. Der Grundspeicher, eine Nachricht vom Sheriff. Der Grundspeicher ist voll. Holt mir den Steuereintreiber. Holt mir den Steuereintreiber. Wahrscheinlich will er wahrscheinlich sagen, holt mir den Kopf vom Steuereintreiber. Ein
Donner! Was für ein Unheil! Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Er hat halt nicht viele. Ich meine, nackten Mann kann man doch nicht in die Tasche greifen am Ende. Oh, jetzt hat er aber nochmal abgerissen. Alle dahin. Man sollte halt nur keine Flammenwerfer haben, damit wir. Damit wir da nicht in Bedrängnis kommen. Okay, kommen wir auch schon direkt eigentlich weiter zum Emir dann. Ich meine, die Taktik ist halt mit den unglaublich vielen berittenen Bogenschützen ist halt mega assi eigentlich. Weil man braucht ja die Mauern nicht mal einreißen oder so. Man reitet einfach hin. Und das sind so viele, dass es einfach egal ist. Es ist aber vollkommen egal, wie viele Leute man hat. Du darfst auch hier rüber reiten. Eine Nachricht von Nasir. Stinkender Odem des Nordens. Versucht nicht, eurem Schicksal zu entkommen. So, das war der Sheriff. Wir haben die Herrschaft über die Burg. Eine Nachricht vom Sheriff. Schon wieder verloren. Haben wir verloren? Ach, wir hätten irgendwas verloren. Es werden Rekruten benötigt sein. Naja. Okay, egal. Alle mal bitte zurück. Und 300. Wir haben immer noch 300. Und es sind noch nicht mal alle da. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Durch die Belagerung war sie keinen verloren. Ja, natürlich haben wir Leute verloren, aber wir haben so schnell nachgebaut, dass das was rausgerissen hat. So, könnt ihr bitte die Mangen kaputt machen? Ja, zu gütig. Ich glaube, die kosten uns einige Leben, die Mangen. So, einmal wieder nach hier oben. Dahin. Es werden Rekruten benötigt sein. Cooler. Langsam ein bisschen Oberhand hier. Der Lager. Überhand, nicht Oberhand. Es werden Rekruten benötigt sein. Gut, was leer machen hier. Es werden Rekruten benötigt sein. Es werden Rekruten benötigt sein. So, jetzt reiten wir mal darum. Dann haben wir ja quasi alle Leute. Eine mutige Leistung. Hier irgendwas machen. Weil dass man nicht bauen kann. Und sie. Wie kann ich die markieren? Okay, so. Dass man nicht einfach auf die drauf kann, ohne tatsächlich auch dahin zu springen. Weil, ich meine, was will ich da? Ich weiß, was ich machen will. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Wisst ihr? Also hier bei den Soldaten muss man ja auch drücken, wenn man da hin will. Also wenn ich N drücke, komme ich direkt, sprich ich auch direkt da, dass ich es sehe. Wenn ich aber jetzt auf 1 drücke, achso, ich bin nicht da drin, sind sowieso nicht. Sehe ich sie ja nicht, ich habe sie nur markiert. Und wenn ich dann nochmal 1 drücke, bin ich hin. Ist ja so, finde ich, müsste das auch sein, wenn wir. Wenn man die Leute ausbilden möchte. Dass man sie einfach nur. Dass man sie ausbauen kann, aber nicht, dass man sie auch. Dass man direkt auch dahin springt. Oh.
So, ihr müsst mal ein bisschen Leute besiegen hier. Es werden Rekruten benötigt sein. So. Da sind die meisten Leute fast tot drin. Weil er hat echt viele Leute, das muss man ihm lassen. Es werden Rekruten nötig sein. So, zack. Latte noch 15 oder so, 17. Alle richtig rot. Warum schießt ihr nicht? Dürft ruhig weiter schießen. Hallo? Weiter geht's. Ah, so sieht das gut aus. So. Einmal bitte ran. Ah, und der Nizar sollte dann auch nicht so das Riesen. Wir werden ehrlich. Es werden Rekruten benötigt sein. Zum Ofen? Mal ehrlich, das sollte dann auch nicht so das Übel werden. Oh, jetzt schön den König beballern. Hallo? Oh, da sind Meuchelmörder dabei. Wollte ich nicht. Entschuldigung, Meuchelmörder. Eine Nachricht vom Emir. Die Dinge spielen nicht gerade zum Besten, habe ich recht? Aber machen wir uns nicht zu viele Gedanken. Ja. Ich meine, theoretisch könnte man auch fast alles nur mit berittenen Bogenschützen machen, weil ich meine, ihr seht, es geht einigermaßen schnell. Ich meine, es ist jetzt nicht ultra schnell, weil man braucht schon ein bisschen Geduld. Aber es würde gehen. Vorsichtiger zu sein. Hallo. Ja, dann auf zum nächsten, würde ich sagen. Sagen, ihr könnt euch jetzt auch schon mal mehr oder weniger auf den Weg machen. So. Eine Nachricht von Nasir. Ich neige mich im Wind wie das hohe Uferglas. So, die haben wir alle. Weiten wir noch nach da hinten. Die auch noch alle sterben. Dann war es das auch mit dem. Es ging jetzt am Ende schneller als gedacht. Ich dachte, wir machen drei Folgen hier raus, aber zwei sind vollkommen ausreichend, würde ich sagen. Wir holen uns jetzt ja nur noch hier die Bogenschützen. Eine und Nisa hat da am Ende wenig mitzureden. Die Leute da oben einfach sind. Er ist ein Meuchelmörder-Gefecht noch richtig hier. Ah, easy. Easy, Leute. Ich dachte zuerst, ich glaube, wir sind erst bei irgendwie 48 Minuten auf die andere Seite gegangen. Das wird nie im Leben was in zwei Folgen. Aber jetzt sind wir da ganz gut durchgekommen. Denke ich. Sieg! Tötet meine 2273. Ja. Wir sind trotzdem mit dem wenigsten verlorenen Truppen. Was haben wir denn hier?
Ich habe echt viel Holz gemacht. Der Schwede. Die anderen haben gar, also die anderen hatten halt hier keine Wirtschaft. Vielleicht haben sie deshalb auch nicht so häufig angegriffen. Sie nicht so genau. Weil er erstellte Truppen 721. Aber der Nisar auch einen Haufen Truppen gemacht. Sehr schön. Kapitel 69 geschafft. Und als nächstes kommt dann Adel gegen Schurken. Das schauen wir uns dann demnächst an. Also bis dann.